Ja, mein Name ist Manuel Kopitz. Ich bin Geschäftsführer vom Berliner Schwimmverband und in meiner Funktion auch Ausrichter von Jugend trainiert für Olympia und diesmal neu Jugend trainiert für Paralympics. Es ist eine wunderschöne Sache, dass beide zusammen diesmal diese Veranstaltung durchführen. Hat den großen Vorteil, dass die sich kennenlernen. Ich selber habe erfahren, dass es seinerzeit auch mal verboten war, dass man das nicht zusammen machen durfte. Insofern umso wichtiger, dass so eine Veranstaltung stattfindet, einfach aus dem Grund heraus, da sind Sachen, die einfach zusammen gehören. Ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, war 25, 30 Jahre lang Trainer und hatte behinderte Kinder in meiner Gruppe und beide Seiten haben davon profitiert. Sowohl die Nichtbehinderten, die haben Verantwortung übernommen für das Kind, und das behinderte Kind ist maßlos gewachsen. Es war auch keine gute Schwimmerin und insofern hat sie von dem, was sie da geleistet hat, auch profitiert. Sie ist sozial gewachsen, nicht nur nach außen hin, sondern eben auch gemeinsam mit der Gruppe. Insofern eine wunderschöne Sache und auf jeden Fall zu unterstützen.